So, hier geht's zum Mediatorenplätze. Ja. Ah, ich freue mich schon. Heute Nachmittag geht's ins Stadion. Beziehungsweise zum Zug. Das Spiel ist. Das doch nicht. Das Spiel ist heute Abend. Bremen gegen Gladbach. Gespannt. Ich hoffe ja, dass wir gewinnen. Ich hoffe es. Nochmal rein. Ach ja. Okay, diese Sequenz hat schon ein bisschen mehr Sinn. Das Loch ist ein bisschen größer. Da könnte normalerweise auch schon die Kugel drin verschwinden, oder? Diese Felskugel da. Da müsste fast gehen. So. Das haben wir jetzt also auch erledigt. Schön. Dann lösen wir mal eben den Felsen aus. Würde ich sagen. Richtig. Ja, für die, die es das erste Mal zugucken, wir schieben diese Statue wieder an eine bestimmte Stelle an der Wand. So, dass es ungefähr auf der Höhe dieser Schaltfläche da ist. Dieser hellen Kachel da hinten. Gehen dann hier zu dem Löchlein und packen die... Ja, ich stehe wieder nicht Millimeter genau. So, bitte. Erst wieder... Oh, Mann. So. Packen dann die Kurbel hier rein, drehen einmal und dann kommt da eine Wand heraus und schiebt unsere Statue in die Mitte. Hat den Sinn, dass wir dahinter kommen und sie in die Richtung schieben können, weil sonst war sie ja direkt an der Wand. Ja. Und das ist eigentlich auch der einzige knifflige Teil dieses Rätsels. Und jetzt brauchen wir die nur noch darauf schieben. Irgendwie nicht hin, die richtig beim ersten Mal da zu treffen. So, immer noch ein Stück nachschieben. Und jetzt haben wir das zweite Buch. Flüche Band 2. Doombook, glaube ich, ne? Prüfe. Sit. Ich habe das Buch richtig gedreht, ne? Bin so gut. Dann haben wir eigentlich alles, was wir machen müssen. Ich guck nochmal eben, was bei dem Felsen dahinter, hinter dem Felsen war. Da ist ja meistens ein Versteck hinter. Boah. Karte, okay. Die nehmen wir auch formal mal mit, ne? Und was haben wir jetzt hier Schönes? Munition? Ach, ein MO-Disk! Richtig! Die brauchen wir ja auch alle. Haben wir jetzt auch alle, glaube ich, ne? Ich glaube, wir haben alle drei. So, dann können wir jetzt dieses Gebiet verlassen. Dann hören wir ein letztes Mal jetzt mit dem Hund. Und die Grillen. Genau die gleichen Fahrstühle gibt es auch nochmal in Resident Evil 3, wenn man sich so. I think so. So. Da nehmen wir uns gleich was von mit. Okay. Eins. Und zwei. Somit haben wir unseren letzten Bereich freigeschaltet. Das Labor. Das Geheimlabor. Secret Lab. Würdest du bitte das Kraut nehmen? Dankeschön. Oh, die blauen lasse ich da links liegen.
Die kombinieren wir mal. Haben wir noch ein Zweier. So. Nein. Sehr gut. Es geht ganz schön tief runter, ne? Ich frage mich, wenn die Arbeiter, die da täglich arbeiten, müssen die jedes Mal das Wasser im Brunnen ablassen und diese Symbole zusammensuchen, um da reinzukommen? Oder sind die unten einfach eingesperrt und kommen hier raus? Na gut, hier ist ja noch ein zweiter. Aber der öffnet sich ja nur im Notfall. Also müssten die praktisch jeden Morgen vor Arbeitsbeginn und nach Feierabend den Notstand ausrufen, um dann nach Hause zu kommen. Ich weiß auch nicht. Manchmal ist es ein bisschen komisch, wie die sich das denken. Ja, wenn das alles realistisch wäre, sind einfach die Zusammenhänge manchmal ein bisschen unklar. Aber es ist halt trotzdem einfach cool. Ne? So, jetzt überlege ich gerade. Wir lassen das. Ach, die Kurbel kann weg. Die kann auf jeden Fall weg. Und ich glaube, von den grünen Kräutern brauche ich auch nichts. Die kann ich auch wegpacken. So, nehmen wir uns mal die anderen Disketten mit. Die nehmen wir mit. Wir müssen noch eine haben, oder? Nicht? Echt nicht? Ich dachte, ich hätte alle drei schon. Okay, dann nicht. Habe ich mich getäuscht. Dann finden wir noch eine. Halb so wild. Zombie-Time! Gut, dass du triffst, Jill. Ich hoffe, du bist tot. Wieso bin ich eigentlich teilweise nicht ganz auf okay? Hat mir hier was angefallen? Hat mich ein Hunter getroffen? Die Spinne hat mich auch nicht berührt. Oh. Finde ich jetzt gerade ein bisschen merkwürdig. Egal. Oder ich war von Anfang an schon auf grün. Ja, auf gelb. Muss ja. Ich habe nicht darauf geachtet. Schande über mein Haupt. Alter, wir haben so viele Kräuter, die brauchen wir alle gar nicht. Und von der Munition rede ich nicht schon wieder. Achso, hier ist sie. Ah. Haben wir ja doch alle. Okay, dann gehen wir mal runter und geben unsere Passwörter in den Rechner ein. Habe ich ja beim letzten Mal erzählt, dass man sich die Passwörter erst zusammensuchen muss mit Rätseln und Briefe lesen. Aber da werde ich auch diesmal wieder drauf verzichten, weil ich kenne ja alle schon. Diese Zombies schieße ich bewusst nicht ab, weil das habe ich, glaube ich, auch beim ersten Let's Play erzählt, hoffe ich jedenfalls. Wenn nicht, war das schlecht von mir. Das sind die sogenannten nackten Zombies. Und die haben die blöde Eigenschaft, dass sie nicht sterben können. Sie fallen zwar um, bluten, glaube ich, auch, aber sie sind beim nächsten Mal sofort wieder da, wenn man den Raum betritt. Von daher, lasst sie einfach links liegen und versucht sie ein bisschen auszutricksen. Umbrella. Ella. Okay. John? Und Ada Wong. Die werden wir im zweiten Teil von Resident Evil noch kennenlernen. Aber das dauert ja noch ein bisschen, bis wir das spielen. Haben wir's? B2. Ja, kriegen wir es hin? Geduld, Geduld. So. Mole. Yeah, Mann, Jill, du hast es drauf.
coole Geste, ne? Chris ist eine übertriebene Handlung da. Dieses Strike, yeah, man! Diese Faust und alles, ne? Und sie so ganz lässig. Yeah. So, als wenn sie sagen will, so easy. Ja, genau. Jill hat's so drauf. The Master of Unlocking. Auch im PC-Bereich. So. Root. Nehmen wir uns noch die schönen Dias hier mit. Gucken wir uns die nochmal an. Das finde ich mal wieder schön. So, und jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Es könnte sein, dass hier noch irgendwo Pistolenmunition liegt. In irgendeinem Karton. Da vielleicht? Nichts Besonderes. Okay. Dann lassen wir das. In welchen Raum gehen wir jetzt zuerst? Oben. Ja. Das tat gut. Wir nehmen mal eben erst die unteren Räume. Hier diesen. Dann sind wir schon mal in der Mode Disc los. Erst in den anderen Raum hier. Halt, eins zu weit. Ich habe ja was zum Essen mit, ne? Sprich ein Kraut. Ich habe nämlich keine Lust, jetzt tot zu gehen. Hier. Ich will mich jetzt nicht von so einem scheiß fuck nackten Zombie hier töten lassen. Oh Gott. Return of the Living Dead here. Alter, ihr macht mir langsam Angst. Auf so engen Raum sind Zombies, also viele zumindest, scheiße. Nö, du stehst auch noch. Ja, ich weiß. Es sind zwar nackte, ich weiß, aber ich glaube, in diesen Raum kommen wir eh nicht wieder rein, deswegen töten wir die mal. So, erledigt. Und damit ist der Fall für ihn erledigt. Halt, ne Gottes will nicht das grüne Kraut nutzen. Die sollst du nutzen. Passcode 1. Ich habe mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und deinen eigenen Sohn nicht verschont hast. Mose 22, 16. Normal lese ich ja nicht vor. Oh, verdammte Kacke. Du warst auch tot. Arschgesicht, Kopf weg. So, was hast du davon? Mann, ich bin schon wieder auf Achtung. Das regt mich auf, dass ich wegen so einer scheiß Billig-Zombies meine ganzen Kräuter aufbrauchen muss. Du bist aber tot, ja? Ich hoffe es. Nein! Ich habe das Fax vergessen. Ist das schlimm? Wollt ihr es lesen? Ach man, Leute. Ja. Vollständigkeit, ne? Ich nehme das Dokument jetzt mit. Muss ich mir nachher ankreiden, wenn ich das dann nicht unter der gewünschten Zeit schaffe. Fax. So, lest euch das durch. Da. Ich hab's ja voll geladen, ich bin doof. Hier waren wir noch nicht drin. Ich glaube, da gibt's noch ein bisschen Munition.